Glück auf und herzlich willkommen zur Pressekonferenz beim FC Erzgebirge Aue. Wenn man so will, zur Nachspielzeit oder Verlängerung, wie auch immer, Freitagabend 18.15 Uhr, Relegation 2018. Das heißt, der FC Erzgebirge Aue tritt beim Karlsruher SC an. Das ist die Pressekonferenz zu diesem Spiel. Anschließend sind wir noch mit unserem Präsidenten Helge Leonhardt beschäftigt. Doch zuerst zum Spiel. Unser Chefcoach Hannes Drews ist da und er blickt voraus auf den Freitag. Ja, zunächst einmal ein herzliches Glück auf an alle Anwesenden. Ja, wir haben uns das natürlich anders vorgestellt, dass wir nicht in die Verlängerung gehen müssen sozusagen, dass wir nicht diese zwei Relegationsspiele bestreiten müssen. Nichtsdestotrotz ist es so und das ist auch keine Floskel. Die Mannschaft hat das jetzt diese Rolle angenommen und weiß auch, worum es jetzt auch geht. Und entscheidend ist, dass wir wie in den letzten Spielen Dresden und Darmstadt auch eine gewisse Ruhe weiterhin ausstrahlen. Das sind jetzt zwei Endspiele, die wir vor der Brust haben. Jetzt kann man wirklich von Endspielen sprechen, die wir jetzt vor der Brust haben. Erst in Karlsruhe und dann zu Hause in Aue. Also von daher wird die Mannschaft oder ist die Mannschaft sehr konzentriert. Klar war eine gewisse Enttäuschung nach dem Darmstadt-Spiel dort. Aber jetzt so die letzte Einheit hat man gemerkt, dass der Schalter wieder umgelegt wird, dass alle sehr, sehr konzentriert arbeiten. Ja, zum Gegner Karlsruhe SC. Eine Mannschaft, die über eine sehr, sehr gute Defensive verfügt, ein gutes Umschaltspiel verfügt. Viele gute Einzelspieler in den Reihen hat, eine richtig gute Mannschaft, einen erfahrenen Trainer mit Alois Schwarz an der Seite. Da sieht man schon, dass eine gewisse Handschrift vom Trainer dort ist und uns erwartet da wirklich eine schwere Aufgabe, wohlwissend aber auch, und das will ich auch gar nicht kleinreden, wir gehen als Favorit in diese zwei Partien, weil wir Zweitligist sind und diese Favoritenrolle werden wir auch annehmen und wir werden mit sehr, sehr viel Zuversicht und viel Überzeugung, viel Selbstvertrauen in diese Partien gehen. Weil wir wissen, was wir können, weil wir wissen, was wir für eine Qualität im Kader haben. Und ich glaube, dass wir jetzt auch allen zeigen können, dass wir in diese zweite Liga gehören. Ja, vielen Dank, Hannes. Personalmäßig, wie sieht es da aus? Dennis Kempe und Fabian Karlich sind zurück. Also wir haben soweit alle an Bord. Die Gelb- bzw. Rotsperren-Spieler sind wieder mit an Bord. Von daher gehen wir mit einem prall gefüllten Kader, werden wir nach Karlsruhe fahren. Ja, und damit sind wir schon bei den Fragen der Presse. Das Mikrofon ist startklar. Wer macht den Anfang? Thomas Narendorf von der Morgenpost. Moment. Herr Drews, Ihr Kollege war ja rein zufällig am Sonntag im Stadion. Er hat Sie beobachten können. Hatten Sie irgendwie eine Chance, einen KSC mal live zu sehen oder geht das nur über Videos? Also wir haben im Vorwege auch unsere Späher losgeschickt sozusagen, um auf alles Mögliche vorbereitet zu sein. Zweimal haben wir den KSC live sehen können, aber die meiste Vorbereitung läuft logischerweise über Videos dann, ja. Die nächste Frage kommt aus dem Hause Freie Presse, ja, Herr Scholz. Ja, Herr Drews, Sie haben gesagt, Sie sind Favorit in den Spielen, Sie wollen die Rolle annehmen. Heißt das, dass Sie dann dort ähnlich wie in Darmstadt offensiv, aggressiv auftreten oder... Ist es, weil es ja mit Hin- und Rückspiel ist, nicht so, dass man dort vor allem sehen muss, dass man da mit heiler Haut wegkommt oder möglichst kein Gegentor kriegt? Also nicht nur in diesen beiden Spielen, sondern in der gesamten Saison sind wir in alle Spiele gegangen, weil wir sie gewinnen wollten. Und so wird es jetzt auch in Karlsruhe sein, so wird es auch zu Hause sein. Wir wollen diese Spiele gewinnen. Und natürlich haben Sie absolut recht, es bedarf einer gesunden Mischung, offensiven Fußball zu spielen, aber auch die Defensive nicht zu vernachlässigen. Aber das war in den letzten Spielen auch so, sei es Dresden, sei es jetzt Darmstadt. Da war es auch so, dass wir offensiv und mutig gespielt haben, aber natürlich auch immer wieder die Defensive im Auge hatten. Also von daher wird sich, was das betrifft, wenig verändern. Gibt es weitere Fragen? Thomas Treptow von der Freien Presse. Sie haben gesagt, Sie haben jetzt den Schalter umgelegt in den letzten Einzelheiten. Mussten Sie die Mannschaft sehr aufrichten nach Darmstadt? War eventuell wieder ein Sportpsychologe im Einsatz? Also es war so, dass nach dem Spiel natürlich schon in der Kabine eine gewisse Enttäuschung da war, aufgrund des Ergebnisses und natürlich auch, wie das Ganze zustande gekommen ist. Von daher war es dann schon so, dass die Rückfahrt es von Minute zu Minute oder Stunde zu Stunde dann auch besser wurde, was die Stimmung betrifft. Und beim Auslaufen oder Ausradeln war es auch schon so, dass die Köpfe schon weiter oben waren. Und jetzt muss ich sagen, dass die letzten Einheiten und wie wir trainiert haben, das schon ganz anders aussah. Und man merkt es auch in der Kabine, dass die Stimmung wieder eine andere ist. Und letztendlich alle wissen, was es für wichtige Spiele sind, aber auch alle sehr zuversichtlich sind, sehr selbstbewusst sind, auch wenn es jetzt sicherlich in Darmstadt sehr wehgetan hat.
Dann würde ich bitten, das Mikrofon mal rüberzureichen über den Gang zu Kjell Riedel von der Freien Presse Aue. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht, es überhaupt in Karlsruhe ein Tor zu schießen? Also ich bin ähnlich wie ich jetzt ist vor dem Saisonfinale, ich bin jetzt kein Fan von schon zu sagen, wenn wir dort ein Tor schießen, müssen wir es so machen und den Rechenschieber rausholen. Wir bestreiten die 90 Minuten so, als ob wir dieses Spiel gewinnen wollen in Karlsruhe. Das wird man auch sehen. Und über irgendwelche Eventualitäten mache ich mir keine Gedanken. Sie haben aber recht, dass natürlich ein Auswärtstor gut tun würde. Aber wenn es nicht so sein sollte, ist es auch nicht so. Also von daher warten wir erstmal, ob wie das Spiel läuft. Und noch eine Nachfrage zur Defensive von Karlsruhe. Haben Sie denn da Schwachpunkte ausmachen können beim Videostudium? Also die beiden Innenverteidiger sind sehr, sehr zweikampfstark, sehr kopfballstark. Es bedarf einer besonderen Spielweise, um da sicherlich drauf agieren zu können, ohne da jetzt zu viel zu sagen zu wollen. Wir haben uns da was überlegt, was sicherlich so von der Spielweise, wie sie es machen, sehr erfolgsversprechend ist, aber die werden sich vielleicht auch darauf einstellen. Von da müssen wir gucken, wie das Ganze funktioniert. Es ist entscheidend, sie haben eine gute Defensive, wenig Gegentore kassiert und es bedarf einfach den wenigen Chancen, die wir haben, die müssen wir eiskalt nutzen und es bedarf es einfach, die in die richtigen Räume reinzuspielen, um den Gegner auch vor eine Aufgabe zu stellen. Gibt es weitere Fragen? Jan Günther von MDR Aktuell, das Mikrofon ist unterwegs zu ihm und jetzt ist er dran. Trainer, merken Sie eine besondere Motivation bei den ehemaligen KSC-Spielern in Ihrem Kader? Also kann ich jetzt nicht ausmachen, dass es anders ist als bei anderen Spielern bis jetzt. Es wird aber sicherlich so sein, also das steht außer Frage. Aber alle anderen sind auch sehr, sehr motiviert jetzt in diese Trainingswoche gestartet. Deswegen würde ich jetzt bei den einzelnen Spielen jetzt kein besonderes Verhalten oder so erkennen können. Oder kann ich nicht erkennen. Dann würde ich bitten, das Mikrofon noch einmal zu Kjell Riedel zu reichen. Noch eine Nachfrage zum psychologischen Bereich. Wie groß sehen Sie die Gefahr oder mussten Sie da noch mal oder werden Sie mit den Spielern noch mal arbeiten, was den Schiedsrichter angeht? Der wird ja seinerseits besonders unter Druck stehen und auch Ihre Spieler werden ja wahrscheinlich vom Kopf her besonderes Augenmerk auf den Schiedsrichter legen. Also da sage ich zwei, drei Sätze zu. Ich glaube, jeder hat gesehen, was in Darmstadt passiert ist. Da machen wir einen Haken hinter. Das ist so gelaufen, wie es gelaufen ist. Da werde ich mich nicht zu äußern. Es ist aber schon wichtig, dass die Spieler wissen, dass das Spiel für einen Neuen geht und dass ein anderer Schiedsrichter da sein wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Spieler sich auf ihre Aufgabe konzentrieren werden, weil das wichtig ist, dass sie es machen. Und alles, was dann die Schiedsrichter machen, das können wir sowieso nicht beeinflussen. Von daher geht der Vollaugenmerk auf die Aufgabe und es bedarf auch keiner weiteren Gespräche mit den Spielern, was werden wie, sondern sie sollen sich auf ihre Aufgabe konzentrieren, ihr Ding durchziehen und alles andere können wir sowieso nicht beeinflussen. Dann gibt es keine weiteren Fragen, wenn ich das richtig sehe und verfolge. Dann sagen wir vielen Dank unserem Cheftrainer Hannes Drews. Er geht jetzt in die direkte Trainingsvorbereitung und Spielvorbereitung auf den Freitag. Und ja, danke Hannes. Jo. Wir sehen uns dann auf dem Platz.